Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Star Citizen mit eurem Voucher und mit unserem Alderle. Wir stehen schon wieder an der U-Bahn, Leute. Der Weg von der Kajüte hierher ist mir mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Heute gehen wir auf den letzten Tag der Ausstellung, so meine Informationen. Wenn alles klappt, kriegen wir heute einen Rover ausgeliehen. Freue ich mich tierisch drauf, Leute. Hier, das muss ich jetzt kurz zeigen, deswegen steige ich hier ein. Train arriving in 14, 13. Es ist mir erst heute aufgefallen, Leute, dass hier tatsächlich angezeigt wird. Na, kuscheln, kuscheln gilt jetzt nicht hier, Digga. Ich bin hier gerade am Zeige. 16 und die kommen bald gleichzeitig. 4, 13. Das habe ich heute erst entdeckt, Leute, dass hier tatsächlich draufsteht, wie lange ich warten muss. Kann man sich direkt auf die richtige Seite stellen. Wir nehmen jetzt am besten den nicht so überladenen. So als Einzelgänger, Lonely Wolf. Guck mal, da kommt er nämlich schon. Nur, also ich weiß gar nicht. Letzthin war es von der Zeitverzögerung nicht so eng. Aber Funst, ne? Funst. Also Leute, es ist taghell draußen. Ich hoffe jetzt natürlich, weil ich habe ja einen Plan mitgebracht. Ne? Ich gehe davon aus, die Ausstellung heute wird nicht so groß sein. Das sind auf jeden Fall die Rover ausgestellt. Würde ich uns einen ausleihen, dann möchte ich gerne mit der Cutlass zum Außentor fliegen. Zu einem der 6 Außentore. Und schauen, ob wir die Chance haben, von dem Außentor reinzukommen, den Rover zu spawnen. Mit dem Rover in die Cutlass, mit der Cutlass und dem Rover woanders hinzufliegen. Ja? So ein paar Meter raus, dass wir mal die Stadt noch sehen und da ein bisschen rumheizen. So zum Ausklingen lassen der Expo. Es gab auch noch ein Gerücht, dass morgen nochmal eine Ausstellung sein soll, wo nochmal alle möglichen Schiffe gezeigt werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich werde aber, denke ich, auf jeden Fall vorbeischauen, ob es was für uns gibt. So, jetzt ist die Frage, ist es gerade Abend oder ist es morgens? Das habe ich noch nicht rausgefunden, ob da irgendwo eine Uhrzeit. Ich gucke halt immer wieder mal rein, ne, aber... Leute, wie kriege ich denn raus, ob es Nacht wird oder ob es... Es sieht aus, als ob es dämmert auf jeden Fall. In welche Richtung auch immer. Leute, Expo. Hammer Geschichte gewesen. Ich bin echt froh, dass ich so viele Tage erwischt habe, dass ich mir das halt so reinplanen konnte. Man macht es halt irgendwie möglich, manchmal ein bisschen knackig. RSI habe ich leider verpasst, aber ich glaube, die Knaller haben wir mitgenommen. Die Knaller haben wir, glaube ich, mitgenommen. Was mit der Vorproduktion ein bisschen seltsam ist für mich, dass ich heute noch gar nicht weiß, wie die Feedbacks sind auf die anderen Clips. Ich glaube, einer kam bisher und der wurde ja auch angeschaut, da habt ihr euch gefreut und das hat mir schon gut getan. Aber die Feedbacks auf die anderen Clips fehlen mir natürlich jetzt noch. Ne? Da bin ich sehr gespannt drauf, Leute. Aber die habt ihr dann schon gegeben. Das ist so eine geile Zukunftsgeschichte gerade. Wenn ihr das hört, dass ich auf eure Feedbacks mich freue, habt ihr es ja schon gegeben. Ist der Hammer, oder? Wenn du es überlegst, Leute. So. Dann schauen wir mal. Knackpunkt Nummer 1 an meiner kleinen Planung hier wird natürlich jetzt A. Sinn in der Halle Fahrzeuge. Knackpunkt Nummer 2. Kommen wir nach der Expo raus, ist noch hell, weil ich will die Aktion im Hellen machen. Wenn ich im Dunkeln die Stadttore suche, muss ja einen offiziellen Weg geben in die Stadt rein oder zumindest in diese Bereiche, wo man diese Rover spawnen kann. Habe ich mich ja im Vorfeld noch nicht erkundigt, deswegen machen wir das heute spontan und blind. Kann natürlich auch so ausgehen, dass wir einen Schnitt machen irgendwann und ich dann einfach so einen Rover ausleihen im Stadtbereich, nochmal rumflitzen. Ne? Noch ist es hell, Leute. Ich denke mal, es bleibt auch hell. Dann fetzen wir hier rum. Guck mal, wie der Weg einem in Blut und ins Blut übergeht. Liegt da schon wieder ein Toter? Nee, ist nur Schild. Letzthin lag ja einer tot hier rum, ne? Doch, da liegen zwei, Leute. Da liegen wieder zwei. Ich würde mal sagen, die Expo ist nicht ungefährlich. Der hier tut so, als ob was gewesen wäre. Alter, liegen sie hier rum. Ich glaube, das sind, wenn die Trooper tatsächlich dann doch mal schießen, ne? Irgendwann erleben wir das bestimmt auch noch. Ein Tod hatte ich ja schon jetzt hier auf der Expo, ne? Da hat der Alterle keine Luft mehr gekriegt, als er die Idris angeschaut hat. War der Hammer. Ich muss immer noch so lachen, weil da stand ja Idris, ne? Aber dass da wirklich das Riesenschiff ausgestellt ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war so... Nee, oder? IR... Nee, was? IAE New Manufacturer Hall. Okay, das ist wieder so... AR... A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Also ist es A, I, E. Oder? Wie spricht man es aus, Leute? Oh ja, das ist gutes Zeichen, wenn das Bild hier kurz einfriert. Ist normalerweise die Halle bestückt. Alter, wann habe ich das letzte Mal buchstabiert? A, B, C, D, E, F, G. Lass die Halle... Oh, die sieht leer aus, Leute. Die sieht leer aus. Ich sehe zwar Wandschilder. Nein, Star Citizen, verdammt! Nein! Nein, nein, nein. Jetzt war der Server, hell ist kein Schiff drin. Warte mal ab, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Ich schneide natürlich. Bringt ja nichts, eine Ausstellung ohne Geräte. Leute, kurzer Schnitt. Ich lasse das alles drin. Ne? Wir sehen uns gleich wieder. Servusle zurück, meine Lieben. Ich habe eine Halle gefunden, in der auch Fahrzeuge ausgestellt sind. Ich drehe mich rum bei 3, bei 2 und bei 1. Parenga, Leute.
Hier ist die kleine gemütliche Ausstellung. Sie gefällt mir von hier oben schon tierisch gut. Und ich habe gleich das Schmuckstück der Sammlung hier entdeckt. Den Cray Cat Buggy, Leute, den wir im Hangar auch haben. Hier steht er. Mit dem können wir übrigens jederzeit, wenn wir wollen, raus. Ne? Mit dem können wir im Außengelände alles unsicher machen. War meine erste Fahrt auf Yela, war auch mit diesem kleinen Buggy hier. Schön, dass sie dem einen Aussteller gemacht haben. Habe ich mich tierisch gefreut, gerade als ich es gesehen habe von oben. Leute, ich muss jetzt dreimal hierher fahren. Einmal hat es mich rausgebügelt aus der U-Bahn. Dann konnte ich mit Recovery tatsächlich wieder ins Spiel rein und bin in der U-Bahn gelandet, was ich so noch nie erlebt hatte. Also ich konnte tatsächlich in der U-Bahn weiterspielen. Ansonsten hatte ich halt zweimal das Pech. Ich bin echt irgendwo gelandet, wo wirklich nichts ausgestellt war, Leute. So, ey, geil, oder? Geil, oder? Cargo-Pod hier. Lass mich mal reingucken. Schön, die mochte ich unheimlich. Ich hab mir, und da habe ich tierisch Spaß gehabt, als wir die probiert haben in Staffel 1. Argo MPUV Cargo Pod. Ich glaube, sowas werde ich mir irgendwann auch noch zulegen. Spätestens, wenn man damit wirklich was anfangen kann. Aber ich mag einfach die Mechanik von den Dingern. Ich finde die saugut. Ich finde die saugut. Da gab es doch zwei Versionen hier. Das ist der für Transport und das ist der für Cargo, ne? Steht zumindest so dran. Sieht man irgendwelche gravierenden Unterschiede von außen? Gut, das ist die andere Seite. Lass mich mal rüberlaufen. Ich mag die wie Sau. Ich hätte gerne noch mehr solche Gerätschaften im Spiel. Kann ich kurz rein? Naja, so mehr oder weniger. Jetzt musst du das auch noch rein, Alter. Das ist eh schon kuschelig. Ich will auch rein. Der Voucher sitzt da drinne. Nameless sage ich schon. Alter, was hat er wohl an heute? Ich muss mal gucken. Weil ich ja auch ab und zu hier im Menü rumklicke. Nicht, dass ich den mal ohne Raumanzug... Also die mag ich unheimlich, er schafft es nicht reinzukommen. Doch, jetzt hat er es geschafft, er ist drin, Leute. Die Arrow ist immer am Start hier. Ist das ein Zeichen? Hier, den haben wir auch schon probiert. Snoopfighter, sagt ihr, heißen die Dinger, ne? Merlin, mit der sind wir auch schon geflogen, Rennen geflogen. Die war voll günstig im REC-Ausleihen, ne? Kruger, Snoopfighter, tatsächlich. Gut, den leihen wir uns natürlich nicht. Wir wollen ja mit der Cutlass heute ins Außengelände, wenn das klappt. Und einen Rover einsammeln. Und die stehen irgendwo da hinten. Die gucken wir uns ganz zum Schluss an. Und dann suchen wir uns einen schönen raus, Leute. Kruger mit der Merlin vertreten. Intergalaktik. Schöne Geschichte. Was haben sie hier noch ausgestellt? Was haben sie hier noch ausgestellt? Consolidated Outland. Aber was zeigt es hier? Mal davon abgesehen, dass die Schriftspiegel verkehrt ist. Okay. Welche sind denn das, Leute? Mustang! Ach, guck an. Oh, aber was für ein Design haben denn die? Kovalex. Die Mustang Gamma. Aber die haben wir doch alle gesehen. Die kompletten Mustangs haben wir doch angeschaut, Leute, oder? Die Beta, die Gamma, das sind jetzt die Delta, ne? Und das hier? Die Alpha. Ich glaube, die hier könnte das Racings... Ich muss mal durchgucken. Das schauen wir uns jetzt kurz an. Ich merke mir das sonst nie. Ich klicke mal drauf. Die Alpha ist ausgelegt für Light Fright. Okay, und welches war die Racing-Maschine? Ich schätze mal, die Delta war die Militärmaschine, ne? Das war die. Aber das sieht man ja auch gleich an den Farben. Das müsste eigentlich dann eher Militär sein. Light Fright. Steht das überall drauf? Das war aber, glaube ich, so, Leute, oder? Habe ich die jetzt auch erwischt gehabt gerade? Dass ich in der falschen drin war. Schön ist das mit der Farbe. Müssen wir uns mal angucken gleich. Ja, man müsste den Text lesen. Da steht es bestimmt dann drin. Oh, die sieht gut aus, oder? Leute. Auch die Mustang gibt es als Einsteigerschiff. Ich habe damals die Aurora genommen. Ich wollte nicht irgendwie... Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich mit so einer Kampfmaschine... Weil ich sie... Also die Mustang sieht schon mehr nach Kampfmaschine aus halt, ne? Dachte ich, wenn du mit sowas ankommst hier als Noob, dann lieber mit der Schüssel. Oh, das haben sie aber nicht schön aufgestellt hier. Dass das da so durchlinst. Das ist die Rennmaschine, komm. Da sind auch Zahlen drauf. Wie es ein bisschen ausfädelt mit dem Licht, aber alles gleich. Finde ich gut. Ja, ist Phrasing ausgelegt. Consolidated Outlands. Das Design ist aber richtig cool, Leute. Ich erinnere mich nicht mehr, dass die so geil ausgesehen hat. Und das Kovalex, war das auch schon mal drauf oder haben sie die umdesignt? Möglicherweise. Hast du mir gerade im Geldbeutel rumgefischt? Saugeile Geschichte, Leute. Schönes Schiff ist die Mustang, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich jetzt nach einem Jahr, wo ich Star Citizen kenne, nochmal anfangen würde, würde ich mir auch eher eine Mustang holen als die Aurora, denke ich.
Wobei ich eben mein Kübel würde ich nie vermissen wollen. Können wir hier kurz auf den Flügel hochlaufen? Ja, wir können. Alter, also, soll ich kurz ein Bild machen von dir, wie du da oben drauf stehst? Aber nicht mit dem Fuß zittern so, ne? Ich drehe rum, Digga, pass auf. Geil, wie er den Fuß anwinkelt, Leute, oder? Ja, Alter, schönes Bild. Unser Expo-Souvenir. So, aber das war's auch schon. Tatsächlich haben wir, also RSI habe ich halt verpasst, ne? Aber die meisten Ausstellungen, die richtig fett waren und mit geilen Überraschungen und so, da waren wir, glaube ich, dabei. Schön, die vier Mustangs, wie sie sich hier auftrapeziert haben. Alles klar, Leute, jetzt kommen wir zu den Rovern, zum eigentlichen Ansinnen, zum eigentlichen Vorhaben des heutigen Tages. Wir nehmen uns natürlich eine wunderhübsche. Ich mag den Aufsteller, den hätte ich gerne im Hangar hier. Kann man den kaufen? Nee. Bist du der Bewacher? Nee. Wow, Alterle. Guck mal. Cyclone. Oh, der sieht gut aus mit dem Giftrot. Oh, schöne Geschichte. Und auch hier, guck mal, die Bodenbeschaffenheit hier. Das ist der normale hier, denke ich mal, oder Leute? Muss man da jetzt kurz reingehen überall? Ich klicke mal an, mal gucken, ob ich irgendwas entdecke. Exploration Raccoon. Exploration. Oh, der rote gefällt mal besser, aber gibt es einen Racing Buggy mittlerweile? Wenn, dann ist es doch der hier, oder? Leute, ich klicke ihn an. Wenn das... Ja, da steht ja RC. Dann leih ich mir den. Racing, tatsächlich. Pam. Schon mal ausgeliehen. Schon mal ausgeliehen, Leute. Jo. Ich glaube auch, dass der in die Cutlass reinpasst, jetzt wo ich das Größenverhältnis so sehe. Und das hier ist dann die Militärvariante? Oh, Alter, das sieht aber auch giftig aus. Der sieht wirklich aber richtig giftig aus hier, ne? Lass mich mal kurz außenrum schnörkeln. Wow. Wieso haben sie die denn so rum aufgestellt? Man läuft doch eher von der anderen Seite hin. Aber egal. Vielleicht war das der Auszubildende, der das hier gemacht hat. Oder weil es tatsächlich halt hinten imposanter aussieht, ne? Das ist auf der Aufbau hinten. Möglicherweise deswegen. So, komm, wir klicken mal drauf. AA steht da. Der AA-Cyclone. Entschuldigung. Combat. Alles klar. Und dann haben wir hier hinten noch einen. Was ist das dann für einer? Ah, da stehen noch zwei. Oh, der sieht aber auch gut aus. Der gefällt mir. Der sieht aus wie so ein alter Jeep irgendwie. Was steht da? RN. Ich höre die Musik im Hintergrund ganz leise. Und die hat so einen Halleneffekt. Ne? Ist geil. Raccoon. Stay mobile and aware with the Cyclone RN. This light vehicle is the perfect solution for scouting runs. Providing fast and detailed scans of terrain, as well as beacon placement. Alles klärle. Das habe ich sogar verstanden. Und hier haben wir noch einen mit Bewaffnung obendrauf. Oh, der sieht aber auch aggressiv aus, Leute. TR. Ich klicke das jetzt einmal kurz an. Ich habe ja noch nie die Chance gehabt, die mal alle so nebeneinander stehen zu sehen. Combat. Design von Milli... Ah ja, hier. Militia und Security Use. Militia, spricht man das, glaube ich, oder? Das Cyclone TR-Modul. Features Upgrade Armor and Single Human Operated Turret. Response 360 Field of Fire. Oh, 360 Grad. Also du kannst ringsrum schießen. Mit dem Dings da oben drauf. Kann man da reinstehen? Ist das eins, wo man reinstehen kann? Bemannt? Kannst du da einen Kollege mitnehmen, den du dann da oben reinstellst? Im Moment glaube ich es fast, ne? Ne, ich glaube nicht. Also gerade eben war ich noch überzeugt. Wow, oder? Leute, ihr merkt schon, jetzt ist es, Gott sei Dank ist die Ausstellung heute nicht allzu groß. Nicht, weil ich keinen Bock habe auf Ausstellungen, aber weil ich tierisch Bock habe, jetzt so eine Maschine draußen rum, also mit dem Racer jetzt draußen ein bisschen rumzufahren. Gucken wir uns jetzt gleich an. Zeit habe ich auf jeden Fall, wenn nicht, überziehen wir heute wieder. Wir gehen jetzt hier gemeinsam ohne Schnitt mal runter, spawnen uns die Cutlass, gehen zum Hangar und dann gucken wir mal. Ich hoffe, es ist noch hell draußen, Leute. Also, meiner Meinung nach war es das von der Expo. Es gibt aber immer noch das Gerücht, dass es morgen nochmal eine Gesamtausstellung geben soll. Ich meine, theoretisch, programmiertechnisch wäre es möglich, den Fahrstuhl einfach um ein paar Ebenen zu erweitern, dass man überall nochmal hin kann. Dann würde ich mir die RSI-Ausstellung nochmal nachträglich ranholen. Oh, hast du gesehen, da war der Fahrstuhl nicht lang. Ja, geh raus, Alter. Nee? Gut. Dann gehen wir zum Spaceport. Genau, jetzt habe ich irgendwie meinen roten Faden verloren. Also wenn wirklich nochmal ist morgen und man kann wirklich alles anschauen,
Nehmen wir alles all nachträglich ran, ansonsten würde ich sagen, war es das mit Expo, aber wir haben ja noch viele, viele Monde, wir haben noch einen Planet. Hat das denn geklappt mit dem Drücken? Doch. Hat geklappt. Da haben wir noch sehr, sehr viel zu sehen, Leute. Nicht nur die Spots, die man anfahren und anfliegen kann, sondern auch die Stellen am Planet, die vielleicht eine Überraschung beinhalten. Vielleicht liegt irgendwo ein Frack rum, wo man ein bisschen rumschlenzen kann. Weiß nicht, ob schon alles entdeckt ist, ne? Oder ob alles bekannt ist, was die reingepatcht haben. So, Leute, es ist noch hell. Das heißt, alles in allem, egal was passiert, wenn ich es jetzt schaffe, ohne rauszufliegen mit der Cutlass, und ich hoffe, ich habe die, ja, die habe ich. Wenn wir es schaffen, rauszukommen, sehen wir zumindest die nähere Stadtumgebung heute mal bei Tag. Da freue ich mich schon drauf. Hangar 4. Das letzte Mal hatte ich auch den 4er Hangar. Wir haben da hinten, da muss ich nochmal kurz drauf schauen, 1 bis 2, links rum 3 bis 8, passt. Lum, li, lum, 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 li, lum, li, lum, le. Und schon bin ich so ein ganz kleines bisschen gewohnt an die Umgebung hier, was es auch einfacher macht, wenn man mal geschwind wohin will. Und ich fahre voll gern Metro, habe ich gemerkt, in-game, Leute. Ohne Witz. Es macht mir so tierisch Spaß. Der Moment, wenn du aus dem dunklen Bereich rausgehst ins Helle und du siehst durch die Fenster die Umgebung vorbeiflitzen, das mag ich wie Sau. So, gedrückt habe ich. Da unten steht auf jeden Fall unser Bömberle. Die Trey Cutlass. Unser Maschinchen. So, Leute. Der Fahrstuhl lädt momentan ein bisschen nach hier. Habe ich immer Angst, dass ich mal durchglitsch. Hangar 4 ist gedrückt. Es kann losgehen, lieber Fahrstuhl. So, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Außentor müsste man theoretisch in irgendeiner Form finden. Das siehst du ja bestimmt. Und da müssen wir nur gucken, wie komme ich rein an die... wie komme ich denn da jetzt hin, dass ich mir das Schiff spawnen kann? Ach, das werden wir jetzt gleich sehen. Mach ich mich erst verrückt, wenn wir dort sind. Im schlimmsten Fall fliegen wir mit der Cutlass ein paar Meter raus und schauen uns von außen. Ich will mal auf Lawville draufschauen, wenn ich auf Bodennähe bin. Erschrecke ich jedes Mal. Das Geräusch hier, wie dann plötzlich der Lautstärkepegel der Hangaren hier durchzischt. Boah, ich habe vergessen, dass die Cutlass ja kein kleines Schiff ist, ne? Sehr, sehr schön. Ah, ich liebe die Maschine, Leute. Ich mag sie einfach tierisch. Unser Baby. Oh, ist es schön, dass wir die haben. Ich freue mich echt, dass wir die haben, Leute. Echt, das ist eine coole Geschichte. Und da will ich reinfahren mit der Maschine gleich. Also, es heißt, also, dass sie reinpasst, ist das eine. Aber dass ich sie da reinkriege, das ist das andere, Leute. So, Baby. Der Baba ist wieder da. Sehr schön. Oh, ich habe das Gefühl, wir sind ewig nicht mehr drin guckt, Leute. Wir sind auch ewig nicht mehr drin guckt. Ja. Flight ready. Wir sind bereit. Und die Maschine ist bereit. Argo MPU. Ah ja, weil ich den noch angeklickt hatte. Ja, ist gut, ist gut. Ja, wir sind da. Systems are online. Das ist nicht so witzig. Das Problem ist halt immer, ich weiß auf meinem Monitor noch nicht so richtig, wo ich hinschalten soll. Was hat das Mobiglas jetzt heute wieder? Kurzer Moment. Mein Mobiglas hängt irgendwie durch, Leute. Ja, aber ist egal. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier schon hinkriege. Wo? Das ist halt so meins. Da kenne ich mich so super aus. Gehen wir ins Menü. Dann müssten wir auf Hitze, Shield, Weapon, Power. Nee. Ich glaube, hier war das auch nicht. Ich muss dann bestimmt auf einen anderen Monitor. Was ist denn hier? Das ging doch hier aber auch, oder? Dass ich... Boah, Leute, wenn ich das immer nur wüsste. Menü. Heat, Power, Self. Nö. Ich probiere es nochmal. Es muss ja irgendwie gehen. Okay, alles klar. Ich kann doch am Monitor auch nach der Starterlaubnis fragen, oder? Aber da hatte ich jetzt gerade das Gefühl, dass es nicht geht. So, Leute. Ja, da ist es. Danke. Danke, liebes Mobiglas. So, Landing Service. Ich drück drauf, mach's wieder zu. Bis das Ding aufgefahren ist, sind wir normalerweise wieder drin. Ja, seht ihr, da fährt es schon auf, Leute. Back in the seat.
Jetzt habe ich das kleine Monitor noch vom Kollege hier oben rechts. Wahrscheinlich bleibt es jetzt die Runde über, Leute. So, Flight Ready waren wir. Ich bringe es ein bisschen in die Luft. Wir gucken mal mit F4 auf jeden Fall raus. Will ich natürlich sehen, wenn ich hier das erste Mal mit einer richtigen Maschine... Nicht, dass die Aurora keine richtige Maschine ist, ne? Leute. Farenga! Ah ja, gut, da ist es ein bisschen wackelig, wenn man so rum... Wow. Wow. Das ist imposant. Es ist irgendwie jedes Mal jetzt imposanter. So, und jetzt pass auf. Ich gehe rein ins Maschinische zurück. Jetzt gehen wir erstmal weg hier, würde ich sagen. Und zwar... Ich würde in die Richtung tendieren. Über den großen Turm gleich hinweg. So in etwa. Ne, da zeigt es ja auch an, dass sie hier irgendwie hoch muss nochmal. So, Fahrwerk rein. Der Teil hat schon mal geklappt. So, ich drücke Y und gucke mir das natürlich an. Wow! Wow! Was sind das jetzt für Schatten auf einen Schlag? Ist es wirklich so, wenn man sowas machen wird, dass die Schatten so vorbeizischen eben? So, Leute. Oh, ist ein Traum, oder? Ist das ein Traum? Sauber! Sauber! Geil war das! Jetzt brauche ich ein Stadttor. Jetzt pass auf. Jetzt wird's witzig. Ich würde ja fast sagen, dass das da hinten so die Außenstellen sind, ne? Ich guck mal hier rum. Da hinten wäre dann eins von den Toren, denke ich mal. Oh, ich weiß es halt nicht. Ich bin halt nicht so... Jetzt fliege ich mal hier weg. Wir zischen mal kurz weg, dass ich hier praktisch raus bin. Aus der Gefahrenzone. Nicht, dass ich doch noch gegen diese Bordery Line knall. Genau unter der Wolkendecke sind wir hier gerade, oder? Wow. Alter, aber schon das Abheben und dann dabei dieses Bild zu sehen von der City. Wahnsinn. So, pass auf. Ich weiß nicht hundertprozentig, was ich jetzt hier mache. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier eins von den Gates ist, von den Außengates hier rechts von uns, ne? Ich muss halt gucken, dass ich nicht zu schnell mache, weil wenn diese Absperrungsbande da kommt... kriege ich wahrscheinlich ganz, ganz böse einen aufs Mützle. So, Leute, rein vom Gefühl her würde ich sagen, das ist einer dieser Dinger, wo du dann praktisch ankommst und dir das spawnen kannst. Nehme ich jetzt mal an, weil da führt ja auch so eine Strecke hin. Da gehe ich jetzt mal hin. Aber nee, stoppe mal. Wir sind ja... Wir haben es ja schon mal mit der Nox probiert und da waren wir innerhalb des Geländes und das war, glaube ich, ein... War das hier sowas? Jetzt gucken wir mal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dann gleich Ärger kriegen würde, wenn ich hier... Wir schauen mal, Leute, ob ich da überhaupt landen dürfte. Ich mach mal langsamer. Landing Gear down. Ist das eher ein Fabrikanteil, den sie uns da präsentieren? Schon, gell? Ja, da kann ja vielleicht der ein oder andere was von euch dazu sagen. Ich fliege mal noch ein Stüfle weiter. Irgendwann ergibt sich vielleicht was, wo ich sage, okay, hier probiere ich mal zu landen. Ich mache mal Y kurz rein, F4. Oh, Diggerle, wo fährst denn du hin? Wie komme ich jetzt die Stadttore suche ich, ne? Und ich würde aber eigentlich behaupten, Leute, dass die Stadttore, die wir praktisch von innen anfliegen können, ja verbunden sein müssten mit der Metro. Das sind ja 6 Stück und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt gerade drauf zufliege. Da haben wir nämlich irgendwie eine Metrostrecke hier, oder? Was steht da vorne? Das kann ja nicht sein. Nee, der steht da. Da vorne steht der MPUV, Leute. Angeblich. Was ich aber nicht glaube, dass die Anzeige gerade stimmt. Es könnte auch hier sein, dass hier das Außengelände mehr oder weniger.
Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir uns heute erstmal zum Ziel, das zu finden. Guck mal, da oben sind doch die Fahrstrecken von der Tram, oder? So, pass mal auf, ich land mal eben hier geschwind. Nein, nein, nix Warning. Passt alles. Passt alles, Alter. Mach dich locker. So. Gate 1. Alla, dann ist das Gate 1. Pass mal auf, Leute. Dann müsste es theoretisch eine Möglichkeit geben, dass ich da noch besser hinkomme. Wo sind dann praktisch die Garagen? Da zeigt es ja Gate 1 an. Da müssten wir doch hier irgendwo auch in Gate 1 reinkommen. Ich drehe mal die Maschine. Jetzt wird es tatsächlich dunkel, jetzt wo ich es gefunden habe. Okay, das war nichts. Das muss ich von innen machen. Ich habe hier keine Navigationsgewalt. So, nochmal Y. So, Leute. Dann ist das hier wahrscheinlich Gate 2, schätze ich jetzt mal. Aber wenn das Gate 1 ist, wo komme ich dann da rein? Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ist eine spontane Sache gerade. Ich weiß es nicht. Für mich ergibt sich jetzt nicht, wo ich hier geschwind darf und wo nicht. Da hinten sieht es aus, als könnte ein Eingang sein. Bin gespannt, Leute, ob wir das hinkriegen heute. Die Verladung. Aber hier geht es doch nirgends rein, oder? Jetzt wird es interessant. Jetzt will ich natürlich da durchfliegen, schön. Wenn da nicht diese Boundary Line kommt. Mach langsam, Alterle. Zerstör den ihre Bahn nicht. Bremse mal kurz ab. Da vorne ist auch jemand unterwegs. Vielleicht haben wir Glück. Leute, hier sind die Garagen, glaube ich. Wenn wir Glück haben. Ich stelle mich mal gerade. Speed raus. Unser liebes YF4. Hier könnte die Garage sein. Aber sicher bin ich mal leider nicht. Ich werde jetzt einfach mal runtergehen und hoffen, dass das Glück ein bisschen bei uns ist. Es sieht so aus, als wäre das das Gelände, wo wir praktisch mit der Nox rausgekommen sind beim letzten Mal. Jetzt guck mal, das ist doch auch geil, das zu entdecken und rauszufinden, oder? Mir macht das Laune wie Sau. So, Leute, ich gehe hier runter. Genau neben dem Misthaufen bin ich raus. Landing complete, power off. Alles klar. Jetzt gehen wir gucken, ob wir es schaffen. Ich habe ja nur heute die Chance, aber ich bin ja, wie gesagt, gerade dran, mir auch ein Bodenfahrzeug zu besorgen. Guck mal, das Ding ist tatsächlich noch oben dran hier, die Anzeige, wie ich es gesagt habe. Ich guck mal Mobiclass rein. Und dann taucht sie aber wieder auf, leider. Und hier kann ich auch nicht irgendwas machen, ne? Egal, dann lassen wir sie halt dran, ne? Gibt Schlimmeres. So, Leute, ich bin gespannt. Ist überhaupt geil, dass das jetzt, dass wir hier sind. Oh nein, Wautschel, scheiße, oder? Leute. Oh nee. Das habe ich nicht berechnet. Das heißt, das war's mit Verladen. Aber wir können zumindest gucken, ob ich hier richtig wäre. Nee, oder? Alter Schwede. Da komme ich mit dem Buggy nicht rein. Das habe ich von Ihnen. Entschuldigung, das habe ich von Ihnen nicht gemerkt. Ich hoffe nur, dass es tiefschwarze Nacht ist, wenn ich es auf die Nacht. Ich habe die Power aufgemacht. Warum ist die Maschine jetzt umgefallen? Oh Mann, Alterle. Wie gerne ich das immer rausschneiden würde. Ist mal geschwind mein... Ich erinnere an die Stelle. Oh, ich liebe mein Schiff. Leute, ich glaube, dass das hier die Abgase von dem Misthaufen sind. Alter Schwede. Hm,
Das ist tierisch bescheuert, weil jetzt kommen wir wirklich nicht rein. Leute, das tut mir leid an der Stelle. Ich habe es von innen nicht gemerkt, dass ich so kritisch stehe und dass er umfliegt, hätte ich nie im Leben berechnet. Wir werden also jetzt wahrscheinlich hier dann einfach abstoppen. Ist gut, ich verstehe. Aber wo war denn jetzt meine Idee? Da drüben doch, oder? Alter, ist das bescheuert jetzt. Egal, jetzt gucken wir mal, ob wir wenigstens auf dem richtigen Pfad gewesen wären. Und dass wir vielleicht mit ein bisschen Glück noch eine Minute mit dem Rover rumheizen können. Weil hier ist ja Außengelände. Leute, hat's mir das Maschinenle umgewickelt mal wieder, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, hier ist immer falsch. Ja, da fehlt es mir noch ein bisschen an Orientierung, denke ich mal. Aber da werde ich bestimmt unterm Clip lesen können. Voucher? Heiß, nicht so heiß, arschkalt. Boah, jetzt liegt die Maschine auf dem Kreuz. Naja, aber vielleicht kriege ich sie noch rumgedreht. Ich vermute aber eher nicht. Leute, ich bin aber auf jeden Fall auf einem. Oh, das ruckelt hier. Ich glaube, das ist nicht richtig, wo ich bin. Ich hätte schwören können, dass hier die Garagen sind, ne? Aber gut. Da werde ich mich mal irgendwann erkundigen, die Tage, wenn wir ein bisschen rumheizen hier. Weil beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, dass das Außengelände, wenn du aus der Garage kommst, innerhalb dieser Stadt eingeschlossen ist. Dass man gar nicht nach außen fahren kann. Aber ich habe es ja gelesen, dass es gehen muss, ne? Wenn wir kurz hier mal irgendwie hochkommen würden, wäre super. Alles ist so rumgestochere gerade. Ja, Alter, ist gut, ich habe es verstanden. Dein Maschine liegt auf dem Kreuz, du hast keinen Bock mehr. Ist schon klar, großer. Junge, Junge. Naja, und ich erzähle noch von Knackpunkten, was alles passieren kann, aber genau die Dinge habe ich nicht berechnet, dass ich das Maschinenle umschmeiße. Ich war sicher, dass das nicht passiert, Leute. Jetzt wäre halt vielleicht nochmal. Vielleicht machen wir die Tage mal von innen. Dann hole ich den Crackhead Buggy raus. Dann spawnen wir uns den und dann mache ich mir mal so ein bisschen eine Übersicht, ein Gefühl dafür kriegen, wo man überhaupt rauskommt, wo man ungefähr uns dann aufhalten. Und dann probieren wir die ganze Geschichte nochmal, sobald ich den Rover habe. Weil hier sind wir jetzt offensichtlich nicht da, wo ich dachte. Aber es ist trotzdem irgendwie total geil, hier zu sein. Leute, bei Maschinenle, komm, wir machen noch kurz 2 Minuten, probiere, ob ich sie rumgedreht kriege nochmal. Damit es theoretisch wenigstens weitergehen könnte. Der letzte Expo-Tag und mein Alterle krautscht hier in der Gegend rum. Am Ende seiner Kräfte, ich muss aufpassen. Den darf ich nicht zu arg auspowern. Ist aber auch ein geiles Feeling, wenn hier das Licht weggeht, oder? Wenn die Sonne untergeht, Leute. Passt voll zur Umgebung, die umgedrehte Cutlass. Sag mal, wo wäre denn dann das? Wahrscheinlich muss ich tatsächlich weiter vorne. Ich hätte in die andere Richtung müssen, stelle ich mir jetzt gerade so vor. Naja. Oh, siehst du, das haben wir jetzt schon mal. Und da kann der sterben. Ich kann jetzt V drücken, wie ich will. Jetzt kriege ich wieder nichts. Es kann sein, dass wir. Heal. Jetzt sterben wir wieder, Leute. Obwohl ich V drücke. Alter, es tut mir leid. Ist das jetzt. Jetzt ist er wieder tot. Gott, ist das ein Noob-Clip jetzt am Ende, oder, Leute? Aber er steht noch. Er läuft jetzt bloß nicht mehr wirklich. Alter, bist du jetzt tot oder nicht? Okay, wir sind irgendwie im Zimmer gespawnt. Jetzt hängt das Spiel. Kurzer Moment. Ne, keine Kontrolle mehr, Leute. Ja, ich lasse das jetzt halt drin, ne? Das sage ich ja immer mit Casual. Ich kann jetzt hier nichts mehr machen, weder auf- und abbewegen. Mit F4 kann ich das. Okay, es hat eine Weile gedauert, aber er würde sich wieder fangen. Sehr schön. So, meine Lieben. Im Prinzip ging es ja um die Ausstellung, die wir heute hatten, ne? Wir probieren das alles nochmal wieder irgendwann, wenn ich dann so ein bisschen mehr Ahnung habe vom Umland. Wir fliegen demnächst mal außen rum um die Stadt, wenn wir ein paar andere Stellen auch mal anfliegen vom Planet überhaupt. Und früher oder später wird mir das dann auch in Fleisch und Blut übergehen. Wo sind die Außengates, die 6 Stück? Wie komme ich von dort auch raus auf den Planet? Und so weiter und so fort. War jetzt mein erstes Mal und ich glaube, ich war schon nah dran. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr habt da bestimmt schon mehr Erfahrung. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr die mit uns teilt. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Star Citizen Clip. Dann wieder regulärer Content. Wir gruscheln dann wieder in der Gegend rum, schauen uns neue Planeten an, beziehungsweise neue Monde, schauen uns Hurston genauer an und so weiter und so fort. Ich freue mich tierisch auf die nächsten Runden mit euch. Kommt gut in die neue Woche. Ciao.